Tim Hahn, ich bin Product Evangelist bei Razer, was so viel ist wie Product Marketing Manager. Und ich stelle das Razer Switchblade vor. Das ist also unser Technologiekonzept, das wir dieses Jahr auf der CES vorstellen. Wir sind stolz, dass wir das erste Mal von den puren Peripheriegeräten weggehen und das erste Mal einen PC als solchen vorstellen. Und was diesen PC eben so besonders macht, ist, dass wir ein Touchscreen haben fürs Mouse-Interface und eben diese Tastatur, die sich dem Programm oder Spiel, was man drauf laufen lässt, anpasst. Das heißt, das ist ein LCD-Bildschirm unter der Tastatur, der eben genau das abspielt, was für das Spiel wichtig ist. Das heißt, wenn man hier, wie hier zum Beispiel zeigt, League of Legends spielt, dann wird genau das gezeigt auf der Tastatur, was man für dieses Spiel eben braucht. Und wenn man dann zurückgeht, um das Internet zu browsen oder irgendwas zu schreiben, wird eben eine ganz normale Tastatur angezeigt. Das wird dadurch erreicht, dass diese Tasten eben durchsichtig sind. Dadurch fühlen sie sich ganz normal an wie normale Tastaturtasten und können eben genau das anzeigen, was wichtig ist für das jeweilige Programm. Also das ist eigentlich das Wichtigste, was wir zum Produkt sagen können, ist diese Tastaturtechnologie. Diese spezielle Konzeptstudie hat eben Intel Atom Prozessor, worüber das läuft. Läuft Windows 7 im Hintergrund. Ich habe eben diese Razer-spezifische User-Interface, was darauf läuft, das wir selber programmiert haben. Und man lädt eben ganz normale PC-Spiele runter über 3G oder Wi-Fi. Kann seine normale Gaming-Maus anschließen über USB. Das Ganze hat einen HDMI-Anschluss, wo man eben ein größeres Display noch anschließen kann. Und das ist eben so das Wichtigste für das Razer Switchblade, was man wissen muss. Ist noch ein USB-Anschluss für eine Maus oder ein Keyboard, sehe ich hier? Ganz genau. Also für alle Spiele, wo das Touchscreen nicht genug ist, zum Beispiel für Shooter-Spiele, wo die Maus eben sehr besonders wichtig ist, kann man die Maus eben noch anschließen. Vielen Dank. Vielen Dank.